so die Devise. Und das hängt natürlich auch noch von ganz vielen Dingen ab, wann ich was mache und so weiter. Also wie das halt hier so auch mehr oder weniger in einem halben Jahr zum Beispiel aussieht. Der Boss hat gesagt, dass wir schon 6 Tage keinen Wenn man natürlich zum Beispiel überhaupt keine... Diesmal sogar den Rekord. Was denn jetzt hier noch? Nicht ja wieder hier unten. Hier in der Luft eigentlich, der Kollege? Der Typ kann zaubern. Nein, von dazu. Das ist ja genau das, was ich meine. Ah ne, scheiße. Ich glaube, ich bin hier fertig. Ne? Der Rest ist auf der anderen Seite. Wobei mir das hier irgendwie noch Sorgen bereitet. Hier ist doch auch noch irgendwas. Vielleicht sollte ich das auch mal mitnehmen. Deswegen, ich sag ja, keine Sorge, ich lasse mir durch die Achievements jetzt nichts kaputt machen oder so. Aber bei so Spielen wie Final Fantasy oder so, wo du halt eben keine Aufgaben so hast zum 100%, wo es nicht so ist wie bei Kingdom Hearts zum Beispiel, dass es dir sagt, wann du in-game 100% hast, ist es halt so, dass es ganz praktisch ist, dass du halt da zum Beispiel einfach Achievements hast, wo du dir sagst, okay, pass auf, XY-Weapon töten ist ein Achievement. Mach das auf jeden Fall, bevor du das Spiel aufhörst. Sowas halt. Und das ist ganz gut. Ach, scheiße. Ich glaube, ich habe hier alles. Ne? Der Rest müsste später kommen. Mit welchem GTA fange ich den Marathon an? Naja, wie wäre es mit 1? Ich denke, das ist recht offensichtlich. Wie sollen wir denn auf die andere Seite der Höhle kommen? Hey, gut gemacht, Mann. Aber ich gehe da nicht rein. Die Dinger sind nicht sicher. Gravity Radius auf werden doch laufen. Auf keinen Fall. Aber ich wünsche dir gute Kein Fahrt. Thema. Das wird schon werden. Pass mal auf. Ich werde uns, die Musik der Radius während des Streams garantiert nicht ausschalten. Das nennt wohl kein gutes Mir scheißegal. Ende, lade ich es halt auf YouTube hoch, ohne dass ich es monetarisiere. Ist mir doch völlig egal. Das sollte ihn aufhalten. Ganz ehrlich, Leute, da ist mir euer Wohlbefinden in den Streams und auch zum Nachgucken lieber, als dass ich damit Geld verdiene. Also, das geht gar nicht. Freaky bei Chinatown Wars habe ich überlegt, ob ich das auch mit einbinde. Meine aktuelle Lage, wahrscheinlich würde ich eher nein sagen. Aber mal gucken. Ist noch ein bisschen hin. Noch mehr Schurken. Stinker muss in der Nähe sein. Ja, vor GTA 1 und 2 habe ich auch so meinen Respekt. Ich glaube, dass ich da... Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, leiden werde, aber so durchspielen, glaube ich, wird ganz chillig und cool. Ich glaube, die 100% werden anstrengend in GTA 1 und 2. Aber mal gucken. Also ich habe auch immer noch, und das sage ich unter Vorbehalt, wenn ich merke, dass es euch nicht interessiert und dass nicht wirklich jemand zuguckt, werde ich die Option immer offen halten, dass ich es nicht 100% -te. Weil es bringt mir nichts, wenn ich ein Spiel 100% -te, wo dann am Ende 30 zugucken, weil das 100% zu erreichen halt mies ist. Aber das erklärt sich, denke ich, von selbst. Vielleicht wäre es eine gute Idee, nicht in diesen Zerkleinerer zu stürzen, Chase. Hallo, was macht denn der Hanni da? So offensichtlich ist es nicht. Ich habe gerade mal ein deutsches LP zu GTA 3 beim YouTube gefunden.
Oh, London 69 habe ich damals sau gerne gespielt. Das fand ich richtig geil damals. Ja, wie gesagt, wir lassen das einfach auf uns zukommen. Und fertig. Und RIP. Ah, hier können wir noch was erledigen. Endlich keinen Fick auf die GEMA geben. Das tue ich doch super selten. Was haben wir jetzt hier drin gemacht? WTF? Ja, genau. Ab Teil 3 mache ich mir auch keine Sorgen mehr. Ab Teil 3 ist das ja auch zu 100% echt cool und interessant. Da kenne ich es halt ja auch gefühlt auswendig. Da weiß ich ja auch fast auswendig, was ich für die 100% machen muss. Bei 1 und 2? Keine Ahnung. Ich habe 1 wieder nie durchgespielt. 2 habe ich damals durchgespielt. Und das war vor 17 Jahren. Also, keine Ahnung. Ups, wollte ich da schon hoch? Ja, ich glaube, es passt. Ah, da drüben ist, glaube ich, der rote Stein, wenn mich nicht alles täuscht. Also, ich lasse mich da mehr oder weniger genauso überraschen, wie vielleicht ein Großteil von euch. Witz, sie sind nicht so doll gealtert. Ich weiß nicht. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das schon der Fall ist. Oh, oh. Oh, mal gucken. Ah, hier war sogar der Abschnitt. Hallo. Okay, jetzt fehlt mir nur, glaube ich, nur noch ein Vogel, ne? Hoffentlich ist kein Riesenaffe auf dem Teil da oben. Ja, die Anspielung auf Donkey Kong hier ist so gut, ne? Genau, hier war der rote Stein, so wie ich es in Erinnerung hatte. So. Brauche jetzt nur noch einen Bird. Wo versteckt sich der letzte Bird? Hier? Dann hätte ich doch alles, oder nicht? Ne, da fehlt mir ein Auto noch. Ne, ich hab alles! Yes! Mine fertig! 2 von 2, 2 von 2, 1 von 1, 4 von 4. Jawollek! Und jetzt stürzt bloß nicht ab, Mann. Unbegrenzt Dynamit. Ja, endlich! Oh Mann, ey. Die Krankenwagenmission werde ich wieder fertig machen. Ach, die machen wir ganz am Anfang. Kein Problem. Hallo, der Dragon. Okay, wow, Gott sei Dank. Endlich unbegrenzte Dynamit, das ist so wichtig für die 100%. So, wir haben gesagt, Mondlandung, also geheime Basis fehlt uns noch. Ansonsten haben wir endlich alles, ne? Papalados natürlich noch, aber Papalados freue ich mich ja wenigstens drauf. Papalados war ein sehr geiles Level. Also, ab ins Papalados! Ach, ich freue mich auf alles. Sei es Pizza ausliefern in Vice City, an den schönen Stränden, Krankenhauswagenmission in GTA 3. Ich habe auf alles Bock mit euch. Das wird so super. Ey, Papalardos, es ist einfach so die schönste Level, die gibt. Ah, fantastisch. Was ich vom neuen Outlast halte. Der Abstand. Ist doch so groß wie ein Haus.
So, die Dinger zerstören. Ich würde ja gerne eine mitgeben, aber es hilft nicht. Der Megatriathlet und der Fünf wird super. Ja, das wird ein Spaß. Wenn ihr euch dann live gebt, wie ich eine halbe Stunde diesen scheiß Knopf baller. Das wird ein Spaß. Dann müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, dass wir das unterhaltsam hinkriegen. Ah, hier, das konnte ich damals noch nicht. Der Verteilerkasten könnte von Nutzen sein. Oder auch nicht. Mein Klavier. Du hast es kaputt gemacht. Womit soll ich jetzt spielen? Wie wär's mit Videospielen? Ich kann dir eins mit einem gut aussehenden, verdeckten Ermittler empfehlen. Entschuldige, Mann. Ich wollte das eigentlich alles gar nicht, aber es ist einfach so passiert. Gehört bei GTA 5 nicht auch die Online-Achievements? Weiß nicht, gibt es mittlerweile Online-Achievements? Die gab es damals nicht. Wenn es mittlerweile Online-Achievements gibt, dann werden wir nur die Ingame 100% machen, nicht die Steam 100%. Aber das mache ich ja mittlerweile bei so einigen Spielen, leider. Leider. Mist, Vinny. Ich weiß, dass ganz genau, weil Mini-Multiplayer-Achievements einfach Mist sind. Danke. Der Anführer hat sich in der Eisfabrik eingeschlossen. Du kannst reinkommen durch einen Geheimgang in meinem Büro. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben. Was? Einer von diesen Würmern hat den Porträt meiner Mutter einen Schnurrbart verpasst. Wie kann man sowas nur machen? Hast du eine Ahnung, wie viel ich dem Maler zahlen musste, damit er ihren Schnurrbart weglässt? Sie wird komplett durchdrehen. Na, wir haben ja nur gesagt, wir machen 100% in-game. Also es war nie von Steam Achievements die Rede. Und das ist ja auch das Ganze schade, ja. Weil GTA 5 ja auch einfach der einzige Teil ist, der Achievements hat. Also wegen dem einen Teil brauche ich mich jetzt auch nicht anscheißen. Also von dem her... Ganz schön dunkel. Ist denn schon Schlafenszeit? Was soll es, ne? Ah, es ist mit Abstand das coolste Level einfach. Erstmal alles kaputt machen, dann reden wir weiter. Die Dinger haben wir auch nicht alle aufgestellt, oder? Ja, zwei habe ich damals gemacht. Ja, auf PlayStation haben die Achievements, aber in Steam nicht. Also, Vice City hat auch auf PlayStation Achievements. Aber ich mache es trotzdem in Steam. Und ganz wichtig, es gibt, glaube ich, bei GTA San Andreas sowie... sowie bei City, glaube ich, ein Achievement auf der PlayStation, das richtig hart unnötig war. Warum liege ich dann nicht? Ja, genau. Und warum ist mein Nachtlicht nicht ganz genau, an? Freaky, das sehe ich auch so. Also wie gesagt, ich behalte mir auf jeden Fall vor, dass für den Fall, dass irgendwas langweilig sein sollte, zu streamen, zu gucken, pipapo, dass ich auf jeden Fall die Option habe, dass ich die 100% nicht durchziehe. Durchspielen immer, das ist klar, aber eventuell die 100% nicht. Habe ich jetzt den roten Stein eingesammelt? Ja, ne? Okay. Ein Auto. Was ist da los? Und ein Abzeichen. Wieso nicht in Steam? Ich habe keine Ahnung, warum man die Achievements nicht auch in Steam einführt. Das kann nicht so viel Arbeit sein. Also,
ist das mehr oder weniger leider sehr traurig. Sag mal, warum ist denn hier noch kein Strom? Was muss ich denn da drauf schieben? Was musste ich denn da damals drauf schieben? Hat das mit dem hier sowas zu tun? Nee, ne. Oh, das war das. Jetzt fehlt mir nur noch ein Auto. Gefällt mir gar nicht. Ich kann mich nicht teleportieren. Aber ich glaube, da drüben müsste das Auto doch sein, oder? Hallo, ganz schön dunkel. Ist richtig. Schon Schlafenszeit? Wenn wir da nicht irgendwie... Papalados, fertig! Was los? Aber wenn jetzt Schlafenszeit ist, warum liege... Papalados, fertig. Passt. So, dann haben wir gleich alle Missionen hinter uns. Gott sei Dank. Tju. Schön. Damit dürften wir so ungefähr bei 60%, denke ich, sein. 80% habe ich gesagt, möchte ich heute schaffen. Ist schon gewagt, aber... Mal sehen, ob ich es noch hinkriege. So, da ich jetzt immer Dynamit habe, kann ich endlich mal da rein, ey. Extra Herzen, Sirenenhut, Superwurf und unendlich Dynamit. Und rein da. Oh, da dürfte man nämlich mit Fresco auch so ziemlich fettig sein. Ah, sie waren nur Supersteine? Was fehlt mir denn Fresco denn? Ein Kostüm, zwei Autos und zwei Rennen. Ah, das eine war das mit dem Eisdielenrennen, ne? Können die Kostüme zufälligerweise mit den Rennen zusammenhängen? Weil ich halt echt keine Ahnung habe, was ich in Fresco hier sonst noch zu tun habe. Und hier rausfinden, was uns vor allem fehlt, dürfte relativ anstrengend werden. Zum Beispiel 50 Mal verhaften lassen ist mega unnötig. Und ich glaube, es gab sogar noch eine, die echt total bescheuert war. Also ich habe mir das halt mal durchgelesen, weil ich mir gedacht habe, ja, pass auf, wenn man Platin auf PlayStation 4 erreichen kann, überlege ich einfach, das von der PlayStation 4 zu streamen. Aber ich meine, dass ich dann gelesen, zwei, drei Achievements gelesen habe, wo ich mir denke, nee, ganz ehrlich, dafür ist es die Mühe auch nicht wert. Spiel's einfach auf Steam und fertig ist die Laube, ne, aber... Naja. Ihr müsst es selber einfach nochmal schnell durchchecken, um euch zu sagen, was ich meine. Es geht einfach nur Dinge, dass ich manchmal Sachen, die total unnötig zu machen sind, wenn ich halt auf manches einfach keinen Bock habe, dann ist es halt so. Aber wo war denn jetzt hier der blöde Eiswagen? War der nicht hier? Oder war der... Ne, der war noch viel weiter weg, oder? Hier ist der Eiswagen. Das ist ein Notfall. Wären die 100% eigentlich auch ohne die freischaltbaren Eigenschaften möglich? Nee. Also ja. Also ohne die roten Steine, ja, wäre es. Aber es wäre ultra schwer und würde lange dauern. Ne, hier war eine Mission. So, weil ich dieses Ding doch aufgemacht habe, konnte ich dann noch irgendwie das eine Rennen starten. Aber wo war der blöde Eiswagen? Und zum Beispiel auch so eine Sache, Chobits, als du den Tweet geschrieben hast, dass 100% bei PlayStation, also auf der PS4 machbar sind, für Kingdom Hearts Final Mix 2.
Also für Kingdom Hearts 2. Bloß weil es machbar ist, heißt es noch lange nicht, dass ich es auch tue, weil ich ja erstmal abschätzen muss, ob es spaßig genug ist, spannend genug zuzugucken. So, bei Kingdom Hearts 1 war es eigentlich meines Erachtens auch schon hart an der Grenze, aber ihr habt so gefeiert, diese Farmerei. Es waren so viele Leute bei der Farmerei für Ultima da, dass ich halt gesagt habe, okay, pass auf, wenn das so ist, dann mache ich die 100% auch gerne. Und das ist bei Final Mix das Gleiche. Wenn ihr da seid und Bock habt und sagt, jo, das ist einfach total alles geil und wir haben Spaß dran, dann mache ich's. Und wenn ich merke, es ist nicht so, dann spiele ich durch und fertig. Also 100% der Ingame, aber halt nicht irgendwelche Spezial-Achievements, also keine Platin-Trophäen oder so. Und dasselbe wird genauso für GTA gelten. Für alles, was wir 100% alles. Wenn ich jetzt zum Beispiel merken würde, dass bei LEGO City Undercover plötzlich nur noch 40 Leute da wären, die zusehen würden, wie ich jetzt hier die ganze Welt abgrase, dann würde ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr tun. Weil das bringt uns ja nicht weiter. Dann würde ich das wahrscheinlich irgendwann privat noch machen. Weil ich halt das Spiel auf 100% in Steam will. Aber es ist ja Gott sei Dank nicht der Fall. Wir haben Spaß und Bock, das hier nochmal zu 100% nach den 4 Jahren. Und dann ist alles gut. Ja, nur Friedhof, ich weiß sogar, was du meinst. Oh, wie viele Dinger waren das hier? 53? Holy moly. Hey, Oschi. Okay, mir fehlt eins. Da. Würde GTA über die selbst dreimal hintereinander anschauen. Das ist schön. GTA wird zu streamen bestimmt super. Willst du denn auch alle Achievements hier in LEGO City schaffen? Ja, das ist der Sinn dieses Streams. Wofür haben wir das eingefärbt? Musst du das überhaupt nicht einfärben? Wow, Freddy. Meine Füße schmerzen. Völlig umsonst. Na, erstmal noch ein Candy gönnen. Geld ausgeben, Geld kriegen. Ah, ne, scheiße, das wollte ich gar nicht. Ich will keine Minigames warten. Bringt das nichts. Oh. Oh, 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 oh. Na, wir werden mal sehen, Chobits. So, ich glaube, wir sind mit der Achterbahn noch nicht gefahren. War das nicht auch irgendwie eine Sache, die man tun musste? Ich glaube, sogar war sogar ein Steam-Achievement, hier alle Sachen zu fahren. Oder war es das bei Paradise Sands? Keine Ahnung. Nicht bei Paradise Sands, irgendwo anders. Aber was haben wir denn hier? Ja, was haben wir denn hier? Das ist einfach so ein Kostüm. Steckt sich hier einfach so ein Wikinger. Ja, das, was du meinst, war bei Plaza. Da haben wir schon 2 von 3. Meine ich. War jetzt hier nicht noch ein Looping, den man baut? Nein, ich werde keine weiteren Lego-Teile spielen vorerst. Das wird so schnell wahrscheinlich nicht passieren. Ah, ne, eine Super-Sanduhr. Nicht schlecht. Ja.
Der Surfer. Da hinten ist noch eins. Kann ich auch irgendwelche Dinge abschießen noch? Wer weiß. Dann machen wir alles. Da war der Looping. Habe ich mir doch nicht eingebildet, dass hier ein Looping war. Kann es sein, dass du das mit den 4K Personen töten meinst? Ich glaube, das ist nicht das Problem. Auch wenn das natürlich auch Quatsch ist. Die 1000 Menschen töten. Das ist unnötig. Ich glaube, es war noch irgendwas viel Schlimmeres. Ich habe hier die Verkleidungskabine noch gar nicht. Ja, Freddy, 2023 dann, wenn der Bodo endlich mal Zeit hat. So, hi, hi, Fisch. So, dann haben wir Sweetie, das Fahrrad noch freigespielt. So, was fehlt uns denn hier noch so? Ach du Scheiße, fehlt uns hier noch viel. Diese ganzen Kostüme. Das habe ich alles damals fehlerfrei gefarmt. Krass. Ach, schon wieder esse ich Gurke. Schon krass, muss ich sagen. Ich hasse das, ich weiß das ganz genau. Vielleicht nehme ich sie selbst runter. Immer noch besser, als mir selbst Essen zu machen. So, wie gesagt, jetzt haben wir endlich unendlich Dynamit. Dann ist das alles hier nicht mehr so fürchterlich. 100%. Ah, gucken wir uns mal hier um, was wir hier noch so finden. Sieht verdächtig aus. Blumen einfärben. Sowas gibt immer Kostüme. Nein, Dragon, das wird's nicht. Die Hula-Tänzerin. Hey Fisch, uns fehlt nur noch die letzte, die geheime Basis nochmal als Mission machen. Ansonsten haben wir alles nachgeholt. Zum Glück. Nochmal was einfärben. Frag mich Sachen, wo das ist. Die Augen offen halten nach irgendwelchen Dingern zum Einfärben. Da hinten ist der Grill. Also ich lasse mir alles nochmal durch den Kopf gehen, was jetzt die künftigen Marathons angeht. Wir machen jetzt erstmal in Ruhe Kingdom Hearts fertig. Nächsten Dienstag fangen wir an mit Re-Chain of Memories. Keine Ahnung, wo ich bin. Das werde ich auch ganz lässig nur in-game 100%. Also bei Kingdom Hearts grundsätzlich, denke ich mal, wird alles nur auf die normalen in-game 100% hinauslaufen. Und dann, wo ich bei GTA dann auf welcher Plattform spiele und wie ich was mache. Das sehen wir dann alles. Boah, wäre super geil, wenn's bei Half-Life. Nicht mal Half-Life 2 hat Achievements in Steam. Wenn die das nicht alles mal nachtragen, hätte ich übelst Bock drauf. Einen halben Tag Urlaub. Jawohl. Alter, halber Tag Urlaub. Nicht schlecht. Hier muss das befüllt werden. Hoffentlich gibt's einen Bonus.
So viele Kostüme hier. Klar, habe ich Bock auf Half-Life. Es ist tatsächlich so, ich habe tatsächlich super viele Spiele oft nicht angerührt oder Let's Play damals, weil sie keine Steam-Achievements hatten. Ich hänge mich nicht darauf fest, wisst ihr? Aber, naja, wenn man halt Mr. 100% ist, dann hat man halt echt Bock, Sachen zu 100%. Und wenn es da keine Anzeige für gibt, gibt es halt keine Anzeige für. Und dann macht man es halt manchmal nicht. Oh ja, was Kreatives wäre auch mal wieder schön, das stimmt. Hat richtig Bock eigentlich wieder mal Planet Coaster weiterzuspielen. Aber dafür wird uns ein bisschen die Zeit fehlen. Aber bestimmt schaffen wir das auch irgendwann mal wieder. Ein Zopperstein des Zopper habe ich gehört. So, Schwein da müsste es ja noch geben. Ein weiterer toller Tag in Lego City. Das hier nicht. Warum mache ich hier eigentlich mit meinem Lieblingsgebiet eigentlich jetzt schon? Ist gar nicht so mein Plan gewesen. Portal 2 hat 100%, ist aber echt schwer, richtig. Da sind die Achievements in Steam zum Beispiel völlig bescheuert. Sodass ich niemals das auf 100% machen würde. Niemals. Manche Sachen haben einfach Achievements, wo du dir denkst, das ist pure Zeitverschwendung. Fertig, aus. Und das ist schade. Jukeboxen aufstellen war hier noch ein Thema. Okay. Hey. Haben wir hier die U-Bahn schon aktiviert? Ich glaube nicht, ne? Jop. Ich habe noch eine Menge U-Bahn offensichtlich nicht aktiviert. Hier holen wir jetzt ein paar sehr viele goldene Steine eigentlich raus. Ich denke, die 80% sollten wir heute echt noch schaffen. Das ist, glaube ich, relativ realistisch. Oh, Fahrzeugdiebstahl haben wir auch noch offen. Na gut. Ja, Black Mesa, aber zum Beispiel Half-Life 2 nicht. Halt nett ätzend. Skyrim zum Beispiel zu 100%. Da ist das Problem. Mal abgesehen davon, dass ich allgemein ja Motivationsproblem habe für Skyrim, weil mir das Setting nicht so gut gefällt. Das zu 100% ist zum Beispiel so eine Sache, das ist, glaube ich, nicht cool zu streamen. Ich glaube, das nervt irgendwann zum Zugucken. Half-Life 2 Achievement? Dann war es doch Half-Life 1 nur. Kann sein. Aber wir gehen gleich zurück nach Paradise Sands. Wir machen Paradise Sands jetzt mal soweit fertig, soweit ich schaffe. Also einfach Skyrim zu 100% wäre halt einfach auch so eine Art Zeitverschwendung, sag ich mal. Also nicht weil das, wer das macht, total bescheuert ist, sondern halt einfach so zum Streamen. Und was ich aber zum Beispiel übelst gerne machen würde, oder was ich mega feiern würde, wenn Morrowind oder Oblivion in Steam 100%, also Achievements hätten. Ich würde das tot feiern. Aber ich glaube zum Beispiel ein Morrowind zu 100%, das wird ein paar Jährchen dauern. Gefühlt. So, ich fahre gleich zurück nach Paradise, aber ich habe hier gerade ein paar Sachen
gesehen, die ich machen musste. Okay, die Metro habe ich hier aktiviert, ne? Nein, habe ich nicht. Never mind. Genau, von dazu. Um genau sowas geht es halt. Um Level-Gegrinde oder so. Okay, ne, hier war ich schon. Bei bei Kingdom Hearts hat das halt tatsächlich. Ja, einigermaßen gut funktioniert tatsächlich. Es hat nicht wirklich lang gedauert. Und es macht halt vor allem Spaß. Also bei Kingdom Hearts Level macht er einfach Spaß. Und das ist bei Skyrim also gar nicht der Fall. Sleeping Dogs ist zum Beispiel ein Spiel, das hat tatsächlich nur vernünftige Achievements in Steam. Und das macht mich sauglücklich, weil das wird bedeuten, ich werde es zu Steam 100% Sleeping Dogs. Das habe ich damals nämlich nicht getan. Wir müssen allerdings auch beachten, zum Beispiel Sleeping Dogs hatte damals auf YouTube, wo das für mich ja noch alles recht wichtig war, super schlechte Aufrufzahlen. Das wurde gefühlt nie geguckt. Und Sleeping Dogs, und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ich jetzt Sleeping Dogs zum Beispiel machen werde, werden wir vielleicht knapp 100 Zuschauer nur haben. Aber ich werde es machen, weil ich es für eins der besten Spiele halte, die ich je gespielt habe und von mir aus 100% möchte. Das ist halt so eine Sache. Hätte ich jetzt damals schon 100%, weil ich es halt als einer der besten Spiele überhaupt fand. Aber es hatte halt damals keine Views und ich konnte mir das damals nicht leisten, irgendwas zu machen, was so gut wie keine Views hatte. Das kann ich mir heute eigentlich immer noch nicht leisten. Weil wir leider noch weit davon entfernt sind, dass ich auf sowas einen Fick geben kann. Aber deswegen wird Sleeping Dogs auch nicht einer meiner nächsten Projekte sein. Sondern vielleicht kann ich das irgendwann mal machen, wenn vielleicht doch irgendwann mal sich mal was ändert. Ich weiß es nicht. Man weiß es allgemein. Meine Schuld. Doch, Dragon, das haben schon eine Menge Leute gemacht. Keine Sorge. So, hier muss ich alles fahren für ein Achievement. Das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Zum Beispiel Tomb Raider habe ich damals Rise of the Tomb Raider habe ich auf 100% gespielt. In-game. Aber nicht in Steam. Weil in Steam hat das so dumme Achievements. Da gibt es das Achievement, spielt das Spiel auf 100% durch. Und dann gibt es noch 40 andere völlig bescheuerte, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, sondern in irgendeine Herausforderungs-Bullshit. Ey, da hätte ich kotzen können. So ist das. Und deswegen werden manche Spiele Steam 100%ed und manche Spiele nur Ingame 100%ed. Das ist meine Devise. Ja, Freddy, das war auch toll, oder? Irgendwie entferne ich mich immer mehr von Paradise Sands. Ich glaube, irgendwie werde ich doch nicht so schnell da landen. Auch wenn ich natürlich könnte. Oh, der Wagen ist ja mal richtig schnell. Weißt du was? Wir fliegen jetzt nach Paradise Sands. Ich möchte mich jetzt auf Paradise Sands konzentrieren. Ich zieh's jetzt durch. Oder zum Beispiel Need for Speed ist so eine Sache, das werde ich einfach durchspielen. Also da mache ich mir keine Gedanken um irgendwie alles erreichen oder sowas. Da machen wir, spielen wir durch und dann war's cool. Da habe ich zum Beispiel auch keinen persönlichen Anreiz, irgendwas zu 100%. Auch wenn ich damals tatsächlich Need for Speed Underground habe ich ja damals trotzdem 100%, oder nicht? Ach, man kann ja nicht aussteigen. Da war ja was.
Wie ist das mit Final Fantasy 10 100%? Das ist kein Problem. Das funktioniert. Das sind die machbar. Das kostet Zeit, aber da habe ich Bock drauf. Nein, das 2005 habe ich nicht Let's Played. Ich habe Most Wanted die Neuauflage damals gemacht. Oder Sense haben wir gesagt, ne? Hat bei Need for Speed Underground damit sich alles gemacht? Ich weiß es nicht mehr, aber... Aber auf jeden Fall alle Missionen. Golden Sun, das steht auf meiner To-Do-Liste. Das steht auf meiner GBA-To-Do-Liste. Großartiges Spiel. Vorne zu, das kann sein. Das mag aber eher daran liegen, dass mir das Spiel nicht so gut gefällt. Klingt blöd, ist aber so. Grundsätzlich, wenn mir Spiele nicht so gut gefallen, dass ich Bock habe, die zu 100%, dann 100% ich sie auch nicht. Bei Final Fantasy 7 werde ich zum Beispiel um jeden Preis 100%, weil es, wenn nicht das beste Spiel überhaupt ist. Bei Final Fantasy 10 werde ich machen, weil es grandios ist. Zum Beispiel, was ich nicht machen werde, ist Final Fantasy 800% in Steam. Warum? Weil das Spiel ein völlig beschissenes Achievement hat, nämlich spiel's auf Level 1 durch. Völlig bescheuert. Warum? Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass Steam mich dazu zwingt, ein Spiel auf Level 1 durchzuspielen. Das ist bescheuert. Aber... Das ist halt deren Deal. Und deswegen würde ich das nicht 100%. Da war ich gerade. Final Fantasy 9, glaube ich, hatte nicht mehr so dumme Achievements. Ich weiß, also ich gehe mal davon aus, das Achievement-Spiel ist auf 100%, auf Level 1 durch, war halt in Final Fantasy 7, 8 drin, weil es schlichtweg tatsächlich geht. Weil die Gegner ja damals mitgelevelt haben. Das heißt, man konnte es auf Level 1 durchspielen, weil auch der Endboss dann Level 1 war. Das ging damals, ist aber trotzdem sehr stressig und deswegen mache ich es halt nicht. Es ist halt einfach nervig und ich will nicht an Sachen beachten und denken und pipapo, ich will einfach nur spielen. Und ich glaube, es hatte auch irgendwie Achievements, dass man es zweimal durchspielen musste. Glaube ich. Und da ist sowieso bei mir jedes Spiel raus. Außer Dark Souls, weil Dark Souls damals. An Dark Souls geht nichts vorbei. Und das ist ja auch cool. Das spielst du ja, den zweiten Durchlauf spielst du ja dann in 4 Stunden durch. Aber grundsätzlich, und das ist auch das, warum ich Kingdom Hearts 1 nicht Platinum gespielt habe, weil es mich gezwungen hat, zweimal durchzuspielen. Und das geht einfach nicht. Das akzeptiere ich nicht. Das mag privat sowas cool, wenn man ein Spiel liebt, aber zu streamen geht das einfach gar nicht. Gezwungen zu werden, zweimal dasselbe Spiel zu spielen. Ja, Zelda packen wir auch irgendwann natürlich nochmal an. Da gibt es ja sowieso keine 100%, weil Nintendo ja sich schlichtweg weigert, ein Achievement-System einzuführen. Warum auch immer? Ich meine, nicht mal die Switch hat Achievements. Wie unmotivierend das bei manchen Spielen einfach ist. Kann ich nicht erklären. Ich hatte das schon immer. Also, das hat jetzt weit, weit vor meiner YouTube- und Streamer-Zeit. Ich musste meine Spiele immer 100% durchhaben. Grundsätzlich. Erst dann habe ich ein neues Spiel angefangen, weil darum geht es irgendwie in Spielen. Und deswegen, warum sollte man dem Spieler nicht anbieten, ein Spiel, eine Statistik am Ende zu haben, dass man es getan hat? Warum nicht? Das ist doch kein Mehraufwand. Ich suche den letzten Kollegen da. I've got balls of steel. Barney! Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, aber ich bereue keine Minute 8 Monate Hype! Dankeschön, Barney! Ich hoffe doch, dass du keine Minute bereust.
Wo sind die Flamingos? Erst was trinken. Wo ist es? Naja, aber guck mal, Banani, wenn du sagst, Nintendo-Spiele brauchen keine Achievements in Form von als Anreiz. Ich hätte Lego City Undercover niemals 100% damals, wenn es nicht so krass gefeiert werden geworden, wenn es nicht so krass von euch gefeiert wurde. Was? Geworden wäre. Und heute mache ich es auch nur nochmal. Naja, weil es halt die 100% gibt. Auf dem Vordach vom Hotel. Oh, was haben wir hier? Und ganz ehrlich, natürlich brauchen Nintendo-Spiele nicht dieses Achievement, um eine Motivation zu haben. Aber wäre es nicht trotzdem total geil, nochmal Super Mario 64 durchzuspielen mit einem Achievement-System? Und am Ende steht da, du hast einfach das komplette Spiel durchgespielt? 100%? Das wäre geil! Natürlich brauche ich es nicht. Ich meine, ich habe ja Super Mario 64 damals auch 100% ohne dass ich das hatte. Natürlich braucht man es nicht. Aber es wäre doch trotzdem geil. Und ich liebe eben ein Achievement-System. So, wo ist das verkackte Vordach? Hier? Das Hotel? Da hoch? Wow, that move. Ne, da oben war... Da waren wir schon. Oder sowas zum Beispiel. Secret of Mana mit Achievements. Alter, wäre das geil und motivierend. Meine Fresse. Hier? Ah, ist der Flamme. Das spielt ja keine Rolle, Banane. Es kam damals Nintendo Exclusive. Und fertig. So. Die Sterne sind doch die Achievements. Naja, aber wie gesagt, das ist halt nicht dasselbe. So, was fehlt uns denn jetzt hier mittlerweile noch? 7 Kostüme, ein Auto, der rote Stein und Banden, Schwein, Akur, Supersteine, Kaffee. Oh Mann. Da ist das Schwein da oben. Nee, von so einer Einstellung sollte man ja auch nicht haben. Man soll ja auch ein Spiel spielen, weil man es mag und spielen möchte. Und nicht weil, okay, ich fange jetzt hier Spiel XY an, weil ich das 100% kann. Nein, um Gottes Willen. Aber das sollte man natürlich nicht. Oh, hier ist ja der Kaffee. Lol. So, wir kommen jetzt zum Schweindall hoch. Das Schweindall, glaube ich, kommen wir über den Parcours am besten hin, oder? Oder können wir uns hier hoch cheaten? Heißt hoch cheaten. War hier nicht das Schwein irgendwo? Warum kann ich denn hier keinen... Ich höre hier dann ein Schwein grunzen. Da oben bist du. Liebe Schwein, wie komme ich hin zu dir hoch? Brauche ich jetzt einen Flug? Ah ne, warte mal. Hier rüber? Nee. Offensichtlich nicht. Persona 100% Run. Ich glaube, das dauert rund 300 Stunden. Ich denke nicht.
Das schon gemacht? Ah ja, das war mitten in der Mission. Müsste ich aber hier nicht auch irgendwo noch den Parcours freischalten? Shenmue zum Beispiel, wenn da das Remaster rauskommt und das hat Achievements, ich würde mich des Todes freuen. Das wäre mega geil. Das wäre richtig, richtig schön. Kann ich hier irgendwie kurz... Oh, yes! Oh, guck mal, wie wir uns hier hochgambeln. Hammer. Ich habe nicht hingeguckt. Da war der Chat etwas wichtiger. Wow, das Alien. Jetzt muss ich ja wieder runter. Honey verhaftet. So, Schweindel haben wir auch. Irgendeine Palme, glaube ich, hatte ich noch nicht eingefärbt, ne? Fragt mich jetzt nicht, welche Palme. Was machst du denn da? Müsste das... Jetzt habe ich das Parcours aber immer noch nicht freigeschalten. Da oben ist der Parcours. Okay. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Stimmt, eine Jukebox fehlt auch noch. Das ist richtig. Aber ich will da ja gar nicht rüber. Hier oben ist der Parcours. Kommen wir denn da hoch? Nee, vermutlich werde ich das nicht mehr anrühren. Okay. Was haben wir denn dann hier gestartet? Ah, da kommen wir ganz nach oben. Jetzt verstehe ich's. Das haben wir wohl beim ersten Mal nicht gemacht, ne? Ah, hier ist auch das Bezirk erobern Ding. Sehr praktisch. So. Ja, der Parcours startet unten, dann machen wir noch gleich. Ist ja klar. Noch irgendeine Chance, Last of Us zu sehen? Nein.
Gar keine Chance. Last of Us hat mir einfach nicht gefallen, deswegen wird es das auch nicht mehr geben. So, über die Hälfte von Kuba meinen schon. Frank mit Badeklamotten freigeschalten. Ja, lecker. Irgendwann eine Chance, Candy Crush zu sehen. Klar. Okay. Ich versuche die erstmal alle Punker überfallen. Quatsch. Quatsch! Ich komm später nochmal und gebe mir die Versicherungsdaten. Hier haben wir schon geguckt. Den geht sicher gut. Oh, das da oben gehört nicht mehr dazu. Na toll, Schleudertrauma. Mir hat das Gameplay von Last of Us nicht gefallen.